Der Mann, der mein Herz erobern will, muss Hunde genauso lieben, wie ich es tue. Im wässrigen Westerwald wartet Mutter Irene sehnsüchtig auf Tochter Beate, die sich gerade bei einem Date befindet. Die lange Wartezeit verkürzt sich die rüstige Rentnerin durch ihr energiespendendes Erfrischungsgetränk 40%igem Wacholder. Prost. Hallo Mutter. Hallo. Hey Beate, wie war denn dein Date? Ja, das war soweit ganz gut, aber er ist nicht gekommen. Was? Och Beate, gräm dich nicht. Komm, trink Schnaps. Nee, danke. Weil wenn man immer Alkohol trinkt, dann soll man davon auch irgendwann nicht mehr so gut aussehen. Ja, aber der Kellner von dem Café, der sollte mir in Auftrag von meinem Date eine Video-DVD übergeben. Oh, geil. Hat der Kellner dich denn erkannt? Du bist ja schließlich aus dem Fernsehen. Ja, der hat mich erkannt, aber der hat mich zuerst verwechselt, weil der dachte erst, ich bin von Die Schöne und das Biest. Aber ganz ehrlich, die Schöne sieht im Film ganz anders aus als ich. Mhm. Was ist denn nun drauf auf der DVD? Ja, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, vielleicht eine Videobotschaft von meinem Lover, wo er mir erklärt, warum er nicht zu einem Date gekommen ist. Weil meine Gefühle sind jetzt auch ganz schön verletzt. Ja, am besten schiebe ich dir mal in den DVD-Videoplayer ein und dann können wir gucken, was er uns zu sagen hat. So, Mutter, auf die Entschuldigung, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Mhm. Ja, hallo Beate, ich bin's, der Franz. Ich wollte dir nur mal eben kurz persönlich erklären, warum ich jetzt heute nicht zu unserem Date erschienen bin. Also das hat mit dir persönlich wirklich überhaupt nichts zu tun, ja. Das hat auch nichts mit deiner vulgären, einfältigen, kindischen Ausdrucksweise zu tun, ja. Es hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass deine Arme und Beine teilweise mehr behaart sind als die eines Wasserbüffels, ja. Es hat auch wirklich gar nichts mit deinem unangenehmen Eigengeruch zu tun oder deiner Vorliebe für Hundet-T-Shirts, ja. Es lag wirklich nur daran, situationsbedingt musste ich heute meinen Kaktus gießen und auch eine Partie Schach gegen mich selber spielen, ja. Das duldete heute nun wirklich überhaupt keinen Aufschub, ja. Also nicht, dass du denkst, das geht irgendwie gegen dich oder so, ja. Ich hatte einfach wirklich nur keine Zeit für dich, ja. Hey Süßer, bist du noch frei? Frei wie ein Vogel, Baby. Also ich bin jetzt schon irgendwie total sauer und auf 180. Und ich erstmal bin schon auf 360. Mutter. Die Beate, das ist schon eine geile Sau. Aber wenn der Typ nicht kommt, dann ist er selber schuld. Ja, ich glaube nicht, dass der Typ mein Aussehen nicht schön fand. Ich glaube einfach nur, es hat einfach nicht gefunkt. Und er hatte keine Schmetterlinge im Bauch. Ja, Beate, was machen wir denn jetzt? Willst du einfach aufgeben? Du musst doch kämpfen um den nice Boy. Du musst ihm einen sexy Liebesbrief schreiben. Oh Mutter, Liebesbrief ist was für kleine Kinder. Ich bin ja nicht mehr im Kindergarten. Ach übrigens, hast du meine Lieblingshundebettwäsche gewaschen? Ach Beate, weißt du noch, damals zu deinem 8. Geburtstag, da hast du 30 Jungs eingeladen. Und keiner ist gekommen. Ach ja. Das war genau dasselbe. Ich hatte damals eine so schöne Eierlikörtorte gebacken. Mutter, kannst du nicht zu einem Kindergeburtstag eine Eierlikörtorte machen? Wieso denn nicht? Ja, da ist doch viel zu viel Zucker drin. Ich habe eine geile Idee. Du singst dem Franz etwas auf seinen Anrufbeantworter. Ja, das ist voll die tolle Idee, Mutter. Weil dann merkt der Franz ja auch, was für eine heiße Braut ich bin und will sich unbedingt nochmal mit mir treffen. Ja, das ist eine geile Idee. Hallo, hier ist der Anschluss von Franz. Ich bin zurzeit nicht zu Hause, weil ich meinen Kaktus gießen muss. Hinterlassen Sie mir doch bitte eine Nachricht nach dem Piepton. Träume in meinen
verliebt in deinem Arm. Oh, war das schön. Beate, war das schön. Ich brauche noch einen Schnaps. Ja, also wenn ihn das jetzt nicht überzeugt hat, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Sondermeldung. Soeben hat sich ein schwarzhaariger Mann im Westerwald vor den Zug geworfen. Der Grund hierfür soll eine verstörende Nachricht auf seinem Anrufbeantworter gewesen sein. Kennt jemand diese Stimme? Träume! Geile Musik heute im Radio. Ziemlich erotisch. Oh, Beate, wie war dein Style-Skate? Style, geil. geil. Ich weiß nicht, was da war. Wir machen so bald. Wir machen so bald ein Schnaps reinkippen. Okay, das reicht.